Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist jetzt der Versuch, die Workshop-Aufnahme vom 6. Juni 2019 zu wiederholen. Es gab da ein technisches Problem, was ich wahrscheinlich hier nicht beherrscht habe, nämlich mit dem Zugang zum Internet hat es nicht gereicht von der Bandbreite, nehme ich an. Und deshalb versuche ich, ist das ein Versuch für Sie, meine Damen und Herren, für Sie als Anwenderinnen und Anwender, diesen Workshop nachzuholen als Aufzeichnung eben. Und ich hoffe, dass das eine Ausnahme war, dieses technische Problem, und bitte Sie um Entschuldigung. Zunächst erstmal Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Soweit Sie wissen, das ist immer notwendig, diese Angaben zu machen, um uns abzusichern. Nun möchte ich, ehe ich auf die Ereignisse und Fragen der vergangenen Woche eingehe und ehe ich auf die aktuellen Fragen vom Abend des letzten Montags, nämlich vom 3.6. eingehen, möchte ich erst einmal noch auf eine Bitte zurückkommen, beziehungsweise eine Bitte erfüllen, einen Wunsch erfüllen, nämlich noch einmal auf das Vorgehen einzugehen, wenn man beginnt mit AgilCare. Und da stehen natürlich die Basisanwendungen im Mittelpunkt, und ich werde auf beide Vorschläge der Basisanwendung, nämlich auf meine und auch auf die von Herrn Lutz Amsel eingehen. Doch zunächst, was machen wir eigentlich mit AgilCare, mit der Körperpflege mit AgilCare? Da wir wissen, dass es überhaupt keine Erkrankung gibt, die nicht mit Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff in Verbindung ist, das hat nichts mit Ursache und Wirkung zu tun, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Jede Erkrankung hängt damit zusammen auf Zellebene, dass die Zelle zu wenig Sauerstoff bekommt. Und die Mitochondrien demzufolge aufgrund des nicht ausreichenden Sauerstoffs ihre Funktion als Kraftwerke in den Zellen nicht erfüllen können, dass aufgrund dessen die Zelle sich behilft und irgendwie ja Energie herstellen muss, um ihre Funktion zu erfüllen. Und dann nutzt sie als Ersatzlösung die alkoholische Gärung im Zytoplasma, also in der Zellflüssigkeit. Durch diese alkoholische Gärung entsteht ein niedriger pH-Wert, also ein Milieu, was vom Normalen abweicht. Und in diesem Milieu finden sich eine Menge Parasiten an, die in Dysbalance leben. Ja, und wenn wir über Parasiten reden, dann meinen wir Bakterien, Viren, Pilze, Würmer und Einzeller. Und wenn die in dieser Umgebung sich sehr, sehr wohl fühlen, dann sind sie auch natürlich daran interessiert, und sie sind auch sehr gut organisiert. Und das sage ich insbesondere in Bezug auf die Bakterien, die sind sehr, sehr gut organisiert, dass sie die Erkrankung erhalten. So, und um davon wegzukommen, haben wir das Bestreben, mit AgilCare diese Parasiten zu eliminieren, zu dezimieren. Das gelingt mehr oder weniger effektiv und mehr oder weniger schnell. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir mit AgilCare die weltweit größte Sammlung haben von Frequenzmustern, um diesen Parasiten den Garaus zu machen, um damit dem Immunsystem eine Möglichkeit zu geben, sich zu heilen, dem Körper selbst die Möglichkeit zu geben. Und zwar kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Und es ist fast so einfach, wie ich es auch erkläre. Wir beseitigen die Parasiten oder dezimieren sie. Und durch die Neubildung der Zellen, Sie wissen ja, es gibt immer Zellabsterben und Neubildung. Das ist quasi das Leben. Durch die Neubildung der Zellen finden dann diese Zellen ein besseres Milieu vor, ein hoffentlich angenehmes Milieu, was nicht belastet ist durch die Dysbalance von Parasiten. Und dann haben wir das Problem gelöst und der Mensch hat sich geheilt. Und da das auf alle Erkrankungen zutrifft, dann ist nur noch die Frage, haben wir die richtigen Bedingungen, unter denen es uns gelingt, mit AgilCare, mit den elektromagnetischen Frequenzen, die Parasiten zu zerstören, zu eliminieren, zu dezimieren.
Und machen wir die richtige Signatur, die richtigen Frequenzmuster? Das ist die eigentliche Frage. Und die Bedingungen zunächst einmal sind die, dass wir sehr gute Durchleitfähigkeit des menschlichen Gewebes für elektromagnetische Energie haben. Das bedeutet, Elektrolyte müssen gut sein. Das finden wir erfreulicherweise ohne besondere Maßnahmen bei den unter 20-Jährigen. Und bei den meisten Erwachsenen ist es notwendig, die Elektrolyte zu verbessern. Da wissen Sie, da gibt es auf der Seite ulrich-mtc.de/download ein Angebot von mir, ein Vorschlag von mir, es sind sogar zwei Vorschläge mittlerweile, um die Elektrolyte mit einem Trunk vor der Anwendung zu verbessern. Des Weiteren können wir die Bedingungen gut halten und damit auch effektiv die Parasiten wirklich effektiv eliminieren und dezimieren, indem wir uns entsprechend ruhig verhalten, indem wir während der gesamten Anwendung möglichst nicht kommunizieren und indem wir durch Beinstellung, vielleicht sogar Erdbodenberührung mit einer Erdplatte oder anderen Möglichkeiten, die Füße zu erden, können wir das alles verbessern, dass es funktioniert. Aber im Prinzip funktioniert es auch ohne das, nur nicht ganz so gut. Also bitte ich darum, sowohl die Elektrolyte als auch die Körperhaltung und die Bedingungen, die in der Gebrauchsanweisung beschrieben sind, gut einzuhalten. Und des Weiteren, da wir ja wissen, dass wir mit den Frequenzen die Parasiten nicht attackieren, sondern denen das Leben quasi so gut machen, dass sie sich überfressen und nach Sekunden zerplatzen, und wir daraus wissen, dass Parasiten bis dahin ja davon gelebt haben, Schwermetalle, Schadstoffe, Gifte aufzusammeln, dass die dann frei werden, ist es also nur noch notwendig, entsprechend gute Entgiftung zu machen. Da reicht sauberes Trinkwasser und, wie von mir vorgeschlagen in meinen Anwendungsempfehlungen, Zeolit. Wenn das also passiert, haben wir sehr, sehr gute Bedingungen und dann dauert es mehr oder weniger lange, um von den Parasiten wegzukommen und dann dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu heilen. Das ist der ganze Hintergrund dessen. Und wenn wir das einhalten, ist das okay. Nur stehen wir ja, wenn wir gerade Agilcare haben, vor der Aufgabe, wie beginnen wir denn? Und da ist seit einiger Zeit diese Empfehlung zu den Basisanwendungen gegeben. Und ich möchte hier auf die erste Empfehlung, nämlich meine eigene, hier eingehen. Und da empfehle ich eben 4 Anwendungen. Übrigens in den ersten 5 Tagen möglichst am Tag nur eine Anwendung durchführen. Warum das so eingeschränkt ist, kann ich auch gut erklären, denn die frei werdenden, wie von mir vorhin schon beschriebenen Schadstoffe und Gifte, die Schwermetalle unter anderem auch, die müssen ausgeleitet werden. Wenn man beginnt, ist der Bedarf zur Ausleitung natürlich sehr groß und deshalb bitte nur eine Anwendung am Tag bis zum Tag 5. Ab Tag 5 kann man sukzessive, also jeden Tag eine mehr Anwendung durchführen. Das kann dieselbe Frequenzmustereinstellung sein, das kann aber auch eine andere zusätzliche sein und sukzessive dann steigern. Und bitte, bitte nicht zuerst gleich am Tag eine ganze Menge Anwendung durchführen, sondern erst, wenn man durch die Entgiftung schon gut vorangekommen ist, das sukzessive zu steigern. Ja, meine Empfehlung zur Basisanwendung ist, beginnen Sie in den ersten 3 Tagen jeden Tag einmal mit Trichomonaden der Anwendung. Quellenindex ist ALT9. Danach führen Sie bitte den Kampf gegen die Borrelien. Und meine Empfehlung ist dort WEI4 Borrelien. Und wenn Sie dann, wenn ich es richtig gerechnet habe, am 7. Tag ankommen, dann machen Sie Epstein-Barr-Virus und Chlamydia-Pneumonie. Und dann haben Sie sozusagen die Basisanwendungen durchgeführt. Warum? Also Epstein-Barr-Virus würde ich auch, sagen wir, 2 bis 3 Tage machen und Chlamydia-Pneumonie, die Sie ja dann schon mit den Epstein-Barr-Virus-Anwendungen zugleich machen können, dann auch 3 Tage. Und zwar ist es deshalb von mir so aufgeführt, weil aus der Erfahrung ich gelernt habe, gerade hier in Mitteleuropa, dass diese Anwendungen die Basis bilden für die weiteren, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit Sie diese Erreger in sich tragen und dieser Erreger, ein ganz großes Beispiel ist dafür sowohl Trichomonaden als auch Epstein-Barr-Virus, die dann Co-Infektionen wie zum Beispiel die Borrelien bzw. Chlamydien nach sich ziehen, gut in den Griff bekommen. Besonderheit bei den Trichomonaden
Dort bitte ich darum, wenn Sie das anwenden, dann sollen alle Personen, die im Haushalt leben, das auch anwenden, über die zum Beispiel 3 Tage, weil wir dort eine ganz große Infektionsgefahr haben. Und die Infektionsgefahr führt zur weiteren Gefahr, wenn das Immunsystem noch nicht gestärkt genug ist. Und die Ansteckung kann über Handschlag, Benutzen derselben Handtücher, Küsschen und eben auch Geschlechtsverkehr funktionieren. So, wenn man diese Basisanwendung hat, dann kann man auf die spezifische Anwendung gehen. Ich sage jetzt einfach mal, wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen oder wie zum Beispiel Arthrose. Dann, ich würde also diese 4 Anwendungen in der Folge, wie ich sie genannt hatte, unbedingt oder als Empfehlung, ich will das nicht so streng ausdrücken, hier nennen. Herr Lutz Amsel, auch ein sehr erfolgreicher Anwender, hat vor einigen Wochen diese Beispiele gebracht, die man sozusagen als Basisanwendung durchführen sollte. Und er hat empfohlen Borrelien, Anwendung WE4, dann Epstein-Barr, Anwendung mit dem Quellencode-Index A79. Drittens, das ist hier in dieselbe Zeile gerutscht, ich bitte Entschuldigung, Chlamydien mit der Anwendung A371. Also hier ähnelt sich das schon dem, wie ich das auch gesagt habe. Und Parasiten unterschiedlichster Art, wie zum Beispiel dort mit dem Quellencode-Index A252 anzuwenden. Da sind wir schon beim 4. Punkt. Fünftens, dann Trichomonaden mit der gleichen Bemerkung, wie ich sie vorhin getroffen habe, dass sie nämlich von den allen Personen im Haushalt durchgeführt werden sollte. Und bei Herrn Amsel sind das mehr Punkte als bei mir. Er empfiehlt dann noch, und das ist auch verständlich, ein Entgiftungsprogramm, nämlich gegen die Beständigkeit oder gegen die Anwesenheit von Schwermetallen, Anästhesie und Pharmaka, also Drogen, als Drogen hier bezeichnet. Und er empfiehlt dort die Anwendung mit dem Quellencode-Index C331 oder mit dem Quellencode-Index A70. Danach die Anwendung Zahn- und Kieferherde. Den Quellencode-Index können Sie hier lesen, nämlich A355 oder 374. Warum Zahn- und Kieferherde? Ja, weil nämlich dort meistens viele Erreger sind, die sich dann durch ihre Ausscheidungen bzw. durch eigene Absiedelung über das venöse System fortbewegen, und sehr, sehr oft ist dort der Bereich im Herzen, an den Koronarien da betroffen. Und wenn wir, wie das leider bei den meisten üblich ist, dort lokal Vitamin C Mangel haben, dann gibt es dort die Herzerkrankungen wie zum Beispiel Arteriosklerose überhaupt in den Gefäßen. Arteriosklerose am Herzen führt dann relativ schnell und geradlinig, wenn wir nichts dagegen tun, zu Herzinfarkt oder eben auch zu Schlaganfall. Und deshalb hier, und es ist für mich völlig klar und logisch, der Vorschlag, 7. Zahn- und Kieferherde zu beseitigen. Wir tun da viel, viel mehr. Ja, dann natürlich die Entgiftung über Lymphstau. Der Quellcode-Index lautet A197. Zur Ausführung, zur Ableitung der Gifte und Abprodukte. Pilzbelastung finden wir meistens sekundär, deshalb hat Herr Lutz Amsel das hier als 9. angeführt, zum Beispiel Candida, dann wäre der Quellcode-Index A47. Und was neu ist, seit 29.05., Sie werden also seit dem 29.05. auf meiner Seite ulrich-mtc.de/download diesen Punkt 10 und Punkt 11 additiv vorfinden gegenüber vorheriger Darstellung, nämlich Streptokokkeninfektionen, Quellcode-Index A317 und Staphylococci, also das ist die Staphylokokkeninfektion, Quellcode-Index C1472. Warum sind 10. und 11. dazugekommen? Ja, weil wir verstärkt uns anstecken können mit diesen Streptokokken und Staphylokokken in Krankenhäusern, aber auch in Arztpraxen. Das ist leider so, das hat sich entwickelt und wäre jetzt die Zeit ein bisschen zu knapp, um das deutlicher darzustellen. Hängt einfach damit zusammen, dass in Deutschland und in anderen westeuropäischen Ländern zu großzügig mit Antibiotika umgegangen wird und wir dann resistente Keime haben. Soweit also meine Erfüllung des Wunschs, noch einmal auf die Basisanwendung einzugehen.
und die Basisanwendung bitte ich so durchzuführen, entweder nach meiner Darstellung oder nach der von Lutz Amsel. Und wenn Sie dort Unterstützung brauchen für die Auswahl oder wenn Sie die Basisanwendung durchgeführt haben, Unterstützung brauchen, um das Richtige herauszufinden, dann melden Sie sich einfach bei mir telefonisch oder noch viel besser über Support, nämlich unser bewährtes Ticketsystem. Und nun komme ich zu Anwendungen und Ergebnissen in der letzten Woche. Es kam jemand mit einer Neuropathie, über viele Jahre Schmerzen, hauptsächlich in den Beinen. Und dort habe ich empfohlen, die Anwendung Nervous Disorders, also Nervenstörungen, möchte ich mal so übersetzen, einzusetzen. Und sage und schreibe, nach 3 Anwendungen dieser Nervous Disorders Anwendung waren die Symptome für die Neuropathie weg. Ich empfehle dann immer noch, das vielleicht 2-3 Tage weiter fortzuführen, um ganz sicher zu gehen. Aber ich habe mich sehr gefreut und gebe nun hier das weiter. Neuropathie ist ja nicht gerade eine Erkrankung, wo uns die Ärzte, wenn wir da in eine Arztpraxis gehen oder in ein Krankenhaus gehen, uns schnell helfen können. Und deshalb lohnt es sich einfach, diese Anwendung Nervous Disorders zu machen. Sie gehen kein Risiko ein und Sie haben eine große Chance, so wie das bei dem Anwender hier war, von dem ich dieses Ergebnis gehört habe, erfolgreich zu sein. Und wenn nicht, muss man etwas anderes tun. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich nehme die Rückmeldung immer sehr gerne entgegen, denn ich habe damit nicht nur eine Verbesserung meiner Statistik oder eine Verdeutlichung meiner Statistik, sondern ich kann auch wie heute hier im Workshop dieses an andere weitergeben. Und ich bin garantiert, und was heißt, ich bin ganz sicher, dass auch in diesem Kreis des Workshops oder in diesem Kreis der Zuseher dieser Workshop-Aufzeichnung oder dieser nachgestellten Workshops, dass hier andere Menschen auch da Hilfe bekommen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Also vielen Dank an denjenigen, der sich damit zurückgemeldet hat. Über Hypoazidität, das heißt also eine zu geringe Magensäure, habe ich schon oft gesprochen. Und nun möchte ich mal über einen Aspekt sprechen, der hier auch ganz, ganz interessant ist. Sie wissen, dass die Erwachsenen häufig Sodbrennen haben, Aufstoßen haben, Schwierigkeiten haben, die auch bei Kopfschmerzen landen. Und dann wird immer gesagt, er hat zu viel Magensäure, weil sie Sodbrennen so interpretiert bekommen, auch von Fachärzten oft falsch interpretiert bekommen. Und ich spekuliere einfach aufgrund der jahrelangen Erfahrung darauf, probiert doch einfach mal das Gegenteil als Ursache, nämlich, dass ihr zu wenig Magensäure habt, was übrigens bei sehr, sehr vielen Erwachsenen der Fall ist. Und hier hatten wir einen Fall, und ich habe schon über andere Fälle auch gesprochen, Sie wissen, Nahrungsmittelunverträglichkeit, ich habe empfohlen Hypoazidität, und das hat nach 2 Anwendungen funktioniert, und dauerhaft funktioniert es. Und hier hat jemand Rückenschmerzen gehabt, und da bin ich davon ausgegangen, dass es eine Übersäuerung ist, aufgrund dessen, dass wir eben dort die alkoholischen Dämpfe haben, aus dem Magen, wo zu wenig Säure ist. Macht doch einfach mal Hypoazidität. 2 Anwendungen gemacht, Rückenschmerzen, die sehr stark waren, waren weg. Danke auch für diese Rückmeldung, und das soll eine Anregung sein auch für andere Anwender, die hier jetzt diesen Workshop und dieser Workshop-Aufzeichnung folgen. Ein nächster Fall, der mir auch in dieser Woche gemeldet wurde, Magen-Darm-Refluxprobleme mit wirklich schwersten Symptomen, ganz schlimm, und dort die Anwendung durchgeführt zum Magen-Darm-Reflux, und nach einigen Anwendungen ist zumindest das okay. Und das ist ein ganz großes Dankeschön von mir, dass derjenige sich da zurückgemeldet hat. Und wenn so schwere Symptome mit so einer einfachen Sache wie Körperpflege mit Agilcare überwunden werden können, ich freue mich riesig darüber und gebe das als Anregung denjenigen, die mit ähnlichen Beschwerden zu tun haben. Naja, und das Letzte, was hier steht, 2-mal Brustkrebstumore bei einer jungen Frau sind eliminiert worden. Das ist also was ganz Großes. Und wo ich mich natürlich mächtig darüber freue, dass das passiert, und ich erhebe überhaupt hier nicht den Anspruch, dass ich sage, das Agilcare war da zuständig. Ich will nur sagen, diese junge Frau hat über längere Zeit das Agilcare angewendet und dort auch die Anwendungen Brustkrebs, und letzten Endes ist zur Überraschung der Schulmediziner herausgekommen, es lässt sich kein Brustkrebs mehr nachweisen, obwohl die Frau 2 Brustkrebstumore hatte. Also ganz große Freude.
gar kein Bestehen auf Ursache-Wirkungszusammenhang hier, Gottes Willen, das will ich nicht machen, das wäre unwissenschaftlich, aber das Ergebnis ist wichtig und wer heilt, hat recht und diese junge Frau hat sich geheilt, wunderbar und vielleicht hat Aglecare eine Rolle dabei gespielt. Nächste Meldung, ein Leistenbruch ist ja immer ein Anzeichen dafür, dass man eine Bindegewebsschwäche hat. Und wenn man operiert wird, wenn der Leistenbruch operiert wird, dann ist das quasi ein Netz, was darüber gelegt wird, eine Absicherung, dass nicht noch mehr austritt, dass es sozusagen gehalten wird durch diese Plastik, durch dieses Netz, was operativ eingesetzt wird. Und dort wurde A186 eingesetzt und danach habe ich empfohlen, doch auch was gegen die Ursache des Leistenbruchs zu tun. Die Operation beseitigt ja nicht die Ursache. Und die Ursache ist, ich kann mir es gar nicht anders vorstellen, mit meinen Modellüberlegungen, die Ursache ist immer eine Übersäuerung, behaupte ich jetzt einmal. Und die vielen, vielen Fälle, die mir bekannt sind, bestätigen das, was ich jetzt einfach als Hypothese sage. Natürlich weiß ich es im Individuum nicht, aber es schadet doch nichts. Meine Empfehlung wurde durchgeführt, Quellencode-Index A332, Übersäuerung und es ist Besserung entstanden und langfristig kann nach meiner Überzeugung derjenige damit rechnen oder diejenige damit rechnen, dass es nicht zu einem weiteren Leistenbruch kommt, weil man die Übersäuerung in uns, die über verschiedene Wege passieren kann, die Übersäuerung der Zellen führt zu einer Schwächung des Bindegewebes. Und wenn wir einen Leistenbruch haben, ist garantiert dort die Zuordnung schwaches Bindegewebe da, was natürlich durch eine Operation nicht von der Ursache behoben wird, sondern nur die Auswirkung dieses Leistenbruchs. Und deshalb empfehle ich nicht nur A186 durchzuführen, sondern auch dann in der Folge A332 Übersäuerung und das, sagen wir mal, von der Empfehlung bestimmt in der Folge von 10 Tagen. Und dann im Weiteren dafür sorgen, dass es nicht wieder zu Übersäuerungen kommt. Dann hat mir eine Dame geschrieben, die jetzt auch schon auf anderen Gebieten erfolgreich war in der Anwendung von Aglecare, dass sie seit 10 Tagen U16, also Quellencode-Index U16, im Bereich Immunsystem und Allergie eingesetzt hat und alle Allergiesymptome sind futsch. Und sie wissen, was die Allergiesymptome oft für eine Einschränkung der Lebensqualität bedeuten. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich danke der Dame, die mir das geschrieben hat. Und sie schreibt auch weiterhin, dass sie kein Antiallergikum mehr braucht, das ja die Immunabwehr schwächt, ganz klar. Wenn man das nicht mehr braucht, ist es immer gut, das nicht mehr einzunehmen. Und mit U16 hat sie den Eindruck, dass auch der Lymphfluss verbessert abfließt und somit eine Verbesserung überhaupt des allgemeinen Zustandes stattfindet. Vielen, vielen Dank für diese Rückmeldung. Ich freue mich darüber und freue mich nicht nur über den Erfolg selbst, sondern auch hauptsächlich darüber, dass ich das hier weitergeben darf. Und es gibt vielleicht hier und da jemanden, dem das hilft, der auch ähnliche Schwierigkeiten hat und Baustellen hat, die er gerne abstellen möchte mit Hilfe von Aglecare. Ich wünsche denjenigen viel Erfolg. Nun hat mich am 3.6. jemand aus Italien angerufen, ein junger Mann, der bei dem festgestellt wird, nachdem er untersucht wurde, und warum ist er zur Untersuchung gegangen? Weil er ganz starke Schmerzen hat, Rückenschmerzen, unglaublich schlimm, hat man eben festgestellt, Wirbelsäule ist schief. Und man hat durch verschiedene mechanische Dinge versucht, die gerade zu stellen. Und die Schmerzen gingen aber nicht weg. So hat er mir das zumindest übermittelt. Und ich habe empfohlen, die Anwendung Hexenschuss zu machen. Selbstverständlich weiß ich, dass der junge Mann keinen Hexenschuss hat. Aber die Parasiten, die um einen Hexenschuss herum lokal sich anhäufen in Disbalance, die werden wohl, so war meine Annahme und die Annahme war auch richtig, die werden sich wohl dort eingefunden haben und deshalb ist die Anwendung Hexenschuss sehr gut und ich habe dazu genauso wie oben bei dem Leistenbruch gesagt, nicht nur die Anwendung Hexenschuss, sondern auch die Anwendung Übersäuerung durchführen und dann hoffte ich, dass es gut ist und nach 3 Tagen und das war eben gestern am 3.6. hat er mich angerufen und hat gesagt, es ist wie ein Wunder, er ist völlig schmerzfrei, wo er sich also monatelang gequält hat und hat er mit 3 Tagen Anwendung sowohl einen Hexenschuss als auch Übersäuerung, diese beiden Anwendungen jeweils am Tag, nach 3 Tagen, ist also völlig schmerzfrei durchs Leben gegangen und hat das so gehalten. Und ich wünsche ihm
dass das anhält und habe ihm empfohlen, mindestens noch 2, 3 Tage das einfach fortzuführen, auch wenn er im Moment keine Schmerzen mehr hat, was sehr erfreulich ist. Und ich möchte das hier auch Ihnen weitergeben, wenn dort Schmerzen bestehen, nicht nur an dem Wort immer dran zu hängen, sondern auch daran zu denken, welche Umgebung, welches Milieu wird sich eingestellt haben, und spekulieren Sie einfach so wie ich, dass das beim Hexenschuss ähnlich ist und deshalb diese Anwendung Hexenschuss. Und natürlich, es gibt kaum etwas, was nicht mit einer Übersäuerung zusammenhängt, auch die Ursache mit angehen, nämlich die Übersäuerung bekämpfen mit den Anwendungen, die ich hier geschrieben habe, Hexenschuss und Übersäuerung. Viel Erfolg denjenigen, die das nachvollziehen. Ja, dann die Meldung, Cholesterin ist zu hoch. Das war der Laborbefund. Und dort habe ich natürlich zunächst erstmal geantwortet, diejenigen, die mich kennen, die meine Vorträge zu diesem Thema auch kennen, habe ich gesagt, die Cholesterin ist hoch. Das ist kein Anlass für mich, Cholesterin zu senken, sondern Cholesterin ist hoch. Das ist nur eine Information für mich, dass es einen Reparaturmechanismus gibt. Zum Glück gibt es einen Reparaturmechanismus, dass die Leber bei diesen Menschen sich angehalten fühlt und stimuliert fühlt, Cholesterin zu erhöhen, nämlich für Reparaturprozesse. Und wo findet die Reparatur notwendigerweise statt? Nämlich dort, wo die Arterien beschädigt sind, als Kit für Risse, für mechanische Beschädigungen, dann also unbedingt diese Anwendung A21 Arteriosklerose durchführen. Des Weiteren, dort, wo Cholesterin hoch ist, da gibt es auch den Einsatz und die Vermehrung und Disbalance bezüglich der Chlamydia pneumoniae. Nicht wundern, dass Sie diese Anwendung in der Gruppe Atmung finden. Sie finden sie deshalb dort, weil die Wissenschaftler, die das erste Mal diesen Erreger Chlamydia pneumoniae gefunden haben, ihn in der Lunge gefunden haben. Mittlerweile wissen wir, dass dieser Erreger auch sehr, sehr viel häufiger auch in den Gelenken verschwindet und wir ihn unbedingt bekämpfen müssen, auch im Zusammenhang übrigens mit Arthrose. Aber hier reden wir darüber, was könnte die Ursache sein, Cholesterin zu erhöhen. Deshalb hier auch erstens Arteriosklerose, zweitens Chlamydia pneumoniae. Und drittens, und Sie sehen schon eine Wiederholung zu den anderen Anwendungen, nämlich auch Zahnherde durchzuführen mit dem Quellencode-Index A355. Warum? Ich hatte auch schon öfter darüber gesprochen. Ich denke, heute habe ich es auch schon einmal gesagt, weil die Zahnherde die Ursache sind für Ausscheidung bzw. Absiedlung aus den kleinen Nanokanälchen der Zähne, die wir mit Medikamenten überhaupt nicht erreichen und schon gar nicht mit mechanischen Mitteln, auch mit unseren Frequenzen erreichen wir sie. Und diese Absiedlung der Zahnherde bzw. deren Stoffwechselprodukte, die erzeugen wieder woanders, meistens beginnend am Herzen, die Arteriosklerose, die dann wieder mit Schlaganfall, Herzinfarkt zusammenhängen kann. Deshalb hier, wenn jemand kommt, Cholesterin ist hoch, diese drei Anwendungen, Arteriosklerose, Chlamydia Pneumonie und die Zahnherde durchführen bitte. Ich hoffe, dass das gut funktioniert und ich hoffe bei derjenigen, die mich dazu angerufen hat, und ich hoffe, dass bei denen, die das jetzt aufnehmen und ähnliche Laborbefunde, Cholesterin ist hoch, dass sie auch damit gut zurechtkommen. Denn in der Folge wird sich auch der Cholesterinwert senken, wenn die Ursache dafür beseitigt ist, nämlich wir Reparaturvorgänge mit unterstützt haben durch Beseitigung der dafür zuständigen Parasiten. Ein Mädchen aus Italien, 10-jährig, ich kenne sie persönlich, hat Zahnschmerzen und litt unter den Zahnschmerzen und hat auch eine Eiterbeule dort gefunden, die bei Berührung mit dem Finger auch noch mehr Schmerzen erzeugte. Was habe ich empfohlen? Es wiederholt sich heute scheinbar ganz erstaunlich, aber das ist vielleicht auch kein Zufall. Ich habe empfohlen, Zahnherde durchzuführen und siehe da, die Schmerzen waren nach einer Anwendung weg. Und am zweiten Tag wurde die Anwendung Zahnherde noch einmal gemacht und siehe da, die Eiterbeule war weg. Ich habe mich für das Mädchen gefreut und ich weiß nun auch, dass das schon einige Tage anhält und ich gehe davon aus, dass man das Problem damit beseitigt hat und gebe gern diese Erfahrung weiter an Sie, meine Damen und Herren, die Zahnschmerzen haben, aber auch an diejenigen, die vielleicht Herzprobleme haben und die Ursache liegt oft an den Zahnherden. Auch dort ist es zu empfehlen. Ich bin schon oft genug darauf eingegangen, wie der Zusammenhang ist. Viel Erfolg dabei wünsche ich Ihnen. Ja, Neurodermitis.
Neurodermitis, das ist ja etwas Schlimmes, was schon Babys, Neugeborene betrifft und auch einige erwerben diese, ich möchte mal sagen, Erkrankung Neurodermitis, also eine Nervenerkrankung, die sich bei der Haut zeigt und üble Symptome hat. Dort empfehle ich die Anwendung C1579 oder die Anwendung C1580. Beides mal hängt mit den Trichomonaden zusammen. Im ersten Fall heißt die Anwendung Trichodermia, im zweiten Fall heißt die Anwendung Trichomonas. Und ich wünsche viel Erfolg. Ich weiß, dass es bei der Anruferin gut funktioniert hat, die in dieser Woche damit bei mir mit der Frage aufgelaufen ist. Und ich wünsche allen, die auch so eine Einschränkung haben, dass sie sich sehr gut überwinden durch die Anwendung mit Agilcare, Körperpflege, mit den Beispielen, die ich hier aufgeführt habe. Kind anhaltender Husten. Mit der Frage ist eine junge Familie zu mir gekommen und ich habe empfohlen, natürlich schon aus der Erfahrung heraus, die Anwendung mit dem Quellencode Index A370, andauernder Husten aus der Gruppe Atmung. Und dann noch, weil auch wiederum aus der Erfahrung meistens sich dort der Adenovirus eingefunden hat und der sozusagen dieses Symptom andauernder Husten ausgelöst hat, dass der sozusagen dort stark damit im Zusammenhang steht, den Adenovirus zu beseitigen. Und das geht auch zum Glück sehr gut in der Lunge, deshalb die Anwendung mit dem Quellencode-Index C18 Adenovirus durchzuführen. Ich habe noch, weil es hier sich um ein Kind handelt, empfohlen, dass der Erwachsene einfach mal beide Anwendungen selbst mit Handelektroden durchführt, um zu sehen, ob irgendwo im Verlauf eine offensichtliche Erhöhung der Sensibilität entsteht, weil eben die Frequenz sich erniedrigt. Sie wissen ja, es gibt manchmal solche Schritte, wo man regelrecht zusammenzuckt und damit wir dem Kind nicht einen Schreck einjagen, dass er das sozusagen beachtet und vielleicht die Intensität nicht allzu hoch einstellt, wenn er es dann mit dem Kind durchführt. Er muss ja dabei bleiben, wenn das Kind das durchführt. Und das gilt sowohl für die Anwendung D als auch für die Anwendung E. Ja, eine weitere Meldung habe ich mich natürlich sehr gefreut von jemandem, der neu begonnen hat und ich möchte es einfach zitieren. Ich habe bei den Anwendungen von Agilcare meistens eine sehr heftige Erstverschlimmerung. Damit denke ich, ist die nicht ausreichende Entgiftung gemeint und dass, wenn sozusagen Gifte und Schadstoffe frei werden, dass man das eben dann spürt. Und weiter schreibt sie, und ich musste mich erst an diesen neuen Heilungsweg gewöhnen. Aber der Herpes Zoster, und den hat sie ja lange Zeit gelitten, war nach 4 Anwendungen weg. Ausrufungszeichen. Ja, so erwarte ich das auch, dass man Herpes Zoster erreicht mit der Anwendung Herpes Zoster. Und ich möchte hier auch allen, die jetzt meinen Ausführungen folgen, noch einmal sagen und in Erinnerung bringen, Herpes Zoster kann zur Gürtelrose, zur Gesichtsrose führen und weitere schwere Erkrankungen, die sogar lebensbedrohlich sein können. Und deshalb macht es sich gut, die Ursache, nämlich Herpes Zoster, zu beseitigen. Und das können wir mit unserer Körperpflege, mit Agilcare anscheinend, wie die Anwenderin es hier zeigt. Und ich habe auch viele andere Anwendungen. Nach 4 Anwendungen war es weg. Prima, gratuliere. Sehr schön, dass Sie so diszipliniert 4 Anwendungen auch durchgezogen haben. Und sie hatte es ein halbes Jahr schon. Und da können Sie sich vorstellen, wie man froh ist, wenn man unter den Symptomen nicht mehr leiden muss und auch keine Ängste mehr ausstehen muss. Die dahinterliegende Epstein-Barr-Virus-Infektion, hier abgekürzt mit EBV-Infektion, ist noch nicht überwunden. Aber ich bin zuversichtlich, da auch hier alle Symptome allmählich zurückgehen. Eine Dauerentzündung im Ischias seit 2016 wurde also von Orthopäden nicht richtig diagnostiziert, ist aufgrund meiner Vortragsreihe verschwunden und damit war gemeint, meine Vortragsreihe Super Heilmittel Vitamin C. Und sie hat sich also daran gehalten, hat pro Tag dieses hochdosierte Vitamin C eingenommen und hat damit die Dauerentzündung im Ischias beseitigt. Bravo, gratuliere, wunderbar. Das geht ein klein wenig über Agilcare hinaus, aber ich freue mich, wenn diese Zusammenhänge erkannt werden, denn nicht nur Agilcare, sondern Vitamin C hochdosiert ist antimikrobiell. Also im Wirken gegen die uns schädigen Parasiten und Pathogene aktiv und nützlich. So, und jetzt bin ich soweit,
dass ich Fragen aus dem Chat beantworte. Und hier gehe ich mal dahin, dass ich die Fragen mir rausgeschrieben habe aus dem Workshop, der eben gestern gelaufen ist und technisch nicht so gut aufgezeichnet wurde, dass ich Ihnen die Aufzeichnung zumuten kann. Und deshalb komme ich auf die Fragen jetzt zurück, so wie sie mir meine Frau aufgeschrieben hat. Es wurde erstens gefragt, Müdigkeit, schmerzhafte Füße und Beine, welche Anwendung soll ich durchführen? Und da habe ich gesagt, zunächst einmal bei Müdigkeit immer die Anwendung chronische Müdigkeit durchführen. Die finden Sie, das ist eine A-Anwendung, Sie finden sie bestimmt ganz sicher. Und schmerzhafte Füße, dort würde ich immer einsetzen, Pain Acute, also akute Schmerzen, oder aus der Gruppe Schmerzen überhaupt eine andere Anwendung. Ich bin mit Pain Acute immer gut zurechtgekommen. Und wenn Sie das Ganze noch optimieren wollen, dann versuchen Sie mal, nicht die Handelektroden einzusetzen, sondern die Haftelektroden mit dem zugehörigen Kabel. Also viel Erfolg der Fragerin dabei. Dann eine Frage bei Makuladegeneration und Kontaktlinsen? Fragezeichen. Auch dort würde ich, unabhängig davon, ob Kontaktlinsen vorliegen oder nicht, ich würde also nicht beseitigen, die Kontaktlinsen, würde ich immer die beiden Anwendungen, die Sie finden, wenn Sie Makula eingeben im Suchfeld, die beiden Anwendungen durchführen. Und ich habe die wechselseitig, ja bei mir, wie Sie wissen, wie ich schon öfter berichtet habe, eingesetzt, habe Makuladegeneration die Anwendung sogar dreimal am Tag gemacht. Nachdem ein Anwender damit so sehr erfolgreich war, habe ich mich auch mehr oder weniger gezwungen, erfolgsorientiert drei Anwendungen am Tag durchzuführen. Und siehe da, ich habe ja schon öfter darüber berichten können, habe ich nicht nur bei mir, sondern auch bei einigen Anwendern über Erfolg berichten können, dass diese unheilbare Erkrankung, so sagen das die Schulmediziner, zumindest bei mir und bei einigen anderen beseitigt werden konnte, unter anderem durch Anwendungen von Agilcare. Auch hier wiederum kein Ursache-Wirkungszusammenhang, das wäre unwissenschaftlich, aber wer heilt, hat recht. Also warum sollte man es nicht, wenn man betroffen ist, nachvollziehen? Und nochmal die Antwort an die Fragerin, dass Kontaktlinsen sind hier nicht kontraindiziert. Absolut kein Problem. Die nächste Frage war, eine junge Frau, Anfang 20, ist seit der Geburt behindert, weil sie damals zu wenig Sauerstoff bekommen hat. Wie sollte man mit Agilcare vorgehen? Ich würde erst einmal anfangen und würde dort, weil auch gesagt wird, eventuell ein Impfschaden als Ursache, ich würde erst einmal aus der Gruppe Stoffwechsel Sauerstoffmangel einsetzen. Damit bekämpfen wir den Sauerstoffmangel und in Wirklichkeit gehen wir gegen die Parasiten vor, die für Sauerstoffmangel zuständig sind. Das würde ich machen und ich würde wegen der Frage zum Impfschaden verschiedene Anwendungen aus der Gruppe Entgiftung einsetzen. Wenn die Fragerin damit nicht relativ schnell zum Ziel kommt, mit relativ schnell meine ich so ungefähr einen Monat Anwendung, vielleicht von beiden Anwendungen, zunächst erst einmal die Basisanwendung durchzuführen, wie ich sie heute zu Beginn dieses Workshops erklärt habe, und dann diese Anwendung Sauerstoffmangel und ausgewählte Anwendungen oder eine Anwendung aus dem Bereich Entgiften. Wenn das also nach 14 Tagen, einem Monat nicht ganz deutliche Verbesserung ist, noch einmal bei mir melden. Wir müssen bestimmt ein bisschen Geduld haben, aber es kann auch sein, dass wir einige Dinge optimieren müssen, zum Beispiel durch Wechsel des Anwendungsprogramms. Ja, dann eine Frage, nächste Frage. Es hat jemanden nach Hautkontakt mit den Handelektroden juckende Stellen. Wie kann das kommen? Wurde eventuell etwas angetriggert? Ich möchte daraufhin sagen, dass wir ja hochwertige Handelektroden haben. Die sind extra mit hochwertigem Gold überzogen, dass es dort eben nicht, wie wir Physiker sagen, dazu zu einem Primärelement kommt im Kontakt zwischen der Hand und den Elektroden und Elektrodenoberflächen. Und wenn es also zu juckenden Ereignissen kommt, juckenden Stellen kommt, dann würde ich empfehlen, was ganz Simples, vor der Anwendung gründlich die Hände zu waschen
und nach der Anwendung gründlich die Hände zu waschen. Vielleicht sind dort irgendwelche Substanzen, Kosmetika-Reste oder etwas anderes dort vorhanden. Prinzipiell, systematisch glaube ich nicht, dass wir mit unseren Anwendungen dort etwas antriggern können, so wie die Fragerin das formuliert hat. Das würde ich zunächst aufgrund meiner Erfahrung erst einmal ausschließen. Dann gab es eine Frage, es hat jemand einen hohen Blutdruck über 200, ich nehme an, das heißt über 200 mm Quecksilbersäule, was kann sie tun? Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und hier sollten wir über Agilcare erst einmal hinausdenken und dann natürlich auch Agilcare anwenden. Es gibt eine große Zahl von Ursachen für einen überhöhten Blutdruck. Wir nennen ja den Bluthochdruck, die Erkrankung nennen wir Hypertonie. Ich möchte einige Ursachen beschreiben. Es kann also sein, dass die Gefäßwände zu hart sind, nicht elastisch sind, die Arterien, dann gibt es einen Bluthochdruck. Dann muss die Pumpe stärker pumpen, einen höheren Blut, das Herz einen höheren Blutdruck aufbauen. Zweitens kann es sein, dass bestimmte Herzklappen nicht ausreichend sich öffnen, dass der Durchgang verringert, hoher Blutdruck baut sich auf, um das zu überwinden. Es kann auch sein, dass Herzklappen sich nicht ausreichend schließen in dem richtigen Zeitpunkt. Es baut sich ein hoher Blutdruck auf als Folge des Ganzen. Es kann auch sein, dass das Blut selbst zu zähflüssig ist. Wir sprechen darüber, die Viskosität ist zu hoch. Es kann auch sein, dass wir psychosomatisch bedingt einen zu hohen Blutdruck haben. Und es kann auch sein, dass wir medikamentenbedingt einen zu hohen Blutdruck haben. Und das sind jetzt nur einige ausgewählte Ursachen dabei. Und ich halte sehr, sehr viel davon, nach den Ursachen vorzugehen und dann die Ursache, die zutreffende Ursache oder die zutreffenden Ursachen zu bekämpfen. So habe ich das gelernt in meinem klinischen Aufenthalt und ich fand das damals sehr gut, viel, viel besser, als wenn man, wie das eben in den letzten 30 Jahren sich in Deutschland eingebürgert hat, einfach in das entsprechende Fach, wo das Medikament ist, legt, beziehungsweise entsprechende als Arzt Rezept ausfüllt und dann soll es schon gehen und dann quält man mit Macht den krankhaften Blutdruck nach unten, aber man hat nichts an der Ursache getan und muss weiterhin mit den Risiken leben, die sich daraus ergeben können. Und das können schwere Risiken sein. Und es gibt ganz einfache Mittel und die Fragerin sollte sich vielleicht mal mit mir in Verbindung setzen, nachdem sie folgenden Empfehlung zunächst, weil sie hat ja eine Agilcare, folgende Empfehlung ausgeführt hat, nämlich die Anwendung Hypertonie auszuführen. Hypertonie, diese Anwendung kann, wenn wir gerade Glück haben, dann die entsprechenden Parasiten, die dafür verantwortlich sind, zerstören und der Körper kann dann wieder einen normalen Blutdruck bilden. Es kann aber auch sein, dass das nicht zutrifft, nach vielleicht, ich würde mal sagen, vielleicht auch 10 Tagen Anwendung und dann soll sie sich mit mir in Verbindung setzen und einige Zuhörer und Zuhörerinnen des Workshops sind auch Teilnehmer an meinem Newsletter Agilsmart und die wissen, dass es dort einfache Methoden noch gibt, um den Blutdruck zu senken. Aber da müsste ich dann ein paar Informationen mehr haben von der Fragerin und ich bitte Sie dann, wenn Sie das sozusagen mit dem Test auf das Agilcare-Programm Hypertonie durchgeführt hat und nicht zufrieden ist, sich dann mit mir in Verbindung zu setzen. Aber auch wenn es geklappt hat, würde ich mich natürlich über die Rückkopplung freuen. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich die Fragen zumindest, die ich mir notiert hatte aus dem Workshop vom 3.6., also von gestern, habe ich beantwortet. Ich werde auch noch mal einen Nachtrag liefern, wenn ich noch weitere Fragen dann vorfinde, die meine Frau bzw. meine Tochter mit notiert haben. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich entschuldige mich nochmal für die technischen Schwierigkeiten, die ich verursacht habe, indem ich mich einfach hier wahrscheinlich nicht richtig eingeloggt habe von meinem Hotel hier in der polnischen Ostsee. Und ich hoffe, dass ich die Probleme damit beseitigen konnte. Ich hoffe, dass ich Ihnen ausreichend Informationen geben konnte, dass Sie weiterhin gut mit Agilcare arbeiten und dass Sie sich für diejenigen, die neu sind, sich gut eingearbeitet haben und einarbeiten können mit meinen Hinweisen. Und meine Empfehlung, leben Sie gut, leben Sie ohne Krankheit.